Hey yo Leute, Crymax hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-YouTuber-Insel, was geht ab, ihr Paul Berger? Heute, meine Freunde, ist natürlich mal wieder einiges geplant. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, wir können ja mal schnell schauen, Leute, slash Zeit. Ich habe noch 26 Minuten und 26 Sekunden Spielzeit für heute und die müssen wir natürlich gut nutzen. Wir gucken mal, was unsere Chicken Farm macht, die wir im letzten Video gebaut haben. Und Leute, ich sehe schon, die funktioniert. Ey, das läuft ja schon mal richtig gut. Wir kriegen hier Chicken raus. Aber ich glaube, wir können die nämlich noch ein bisschen mehr perfektionieren, indem wir da die Chickens noch ein bisschen miteinander paaren, Freunde. Und, was sind das hier für Schilder? Max, es tut mir leid. Mr. Berger wollte nicht mehr bei dir bleiben. Wir haben ihn in Sicherheit gebracht. Du musst wieder der Alte werden, Max. Wach auf, sonst wirst du Mr. Berger nie wiedersehen. Hä? Leute, da hat jemand unser Hund Mr. Berger geklaut. Was soll das denn? Leute, mein Hund ist weg. Ey, okay, Leute, jetzt gibt's Ärger. Ich habe heute leider nicht mehr genug Spielzeit, um jetzt hier die ganzen Basen von den anderen abzuchecken. Wer denkt, ihr könnte dahinter stecken? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir werden uns morgen in meinem Hauptkanal-Video darum kümmern. Letzte Warnung. Hä, wer hat denn hier die Schilder aufgestellt? Leute, heute nutzen wir hier das nochmal, um unsere Base hier nochmal zu upgraden, die letzten Minuten, die wir jetzt noch haben. Und morgen werden wir dann auf die Jagd nach Mr. Berger gehen. Wir werden unseren Hund wieder suchen. Ey, das, ey, ganz ehrlich, Leute. Das ist ja so ehrenlos, wenn man hier auf den Hund geht. Das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. So nicht, Leute. Und wir werden natürlich heute auch noch, wir sind ja schon Level 28, vielleicht nochmal eine bessere Verzauberung machen für unser Schwert. Wir müssen auch mal noch einen Verzauberungsraum hier bauen. Das ist ja hier geplant. Also wir haben auf jeden Fall noch einiges geplant, Freunde. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt hier erstmal nochmal schnell die Chicken Farm upgraden. So, da gehen wir hier einmal rein und werden mal die ganzen Chickens hier miteinander paaren. So, okay. Und ihr macht jetzt mal Babys hier miteinander. Oh, zack, zack, zack. Wir brauchen hier mehr Chickies hier drin. Das muss hier noch schneller gehen, ja? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit hier. So, aber fürs Erste haben wir die schon mal hier miteinander ein bisschen gepaart. So, zack, zack, zack. Und jetzt können wir nämlich einfach immer, wenn wir nicht in der Base sind, lassen wir das hier einfach auf entspannt durchlaufen, Leute. Ja, und wer weiß, vielleicht kommt dann irgendwann mal hier so ein Chickie rein. Wobei, oder wir lassen das hier immer ansparen, wenn wir online sind. Und bevor wir offline gehen, lassen wir das dann immer durchlaufen. Dann kommen hier richtig viele Chickens dann immer für die nächste Folge rein. Ich glaube, das ist ein richtig guter Plan, Leute. So, aber jetzt müssen wir erstmal schauen. Zack, so, das packen wir jetzt hier rein. Oh mein Gott, langsam haben wir echt viel zu essen, Leute. Also so langsam läuft das hier. Wir behalten das Weizen mal, weil ich muss mir auch noch ein bisschen Leder besorgen. So, und zack, das können wir hier reinpacken. Das brauchen wir jetzt gerade mal nicht. So, Werkbank. Okay, Werkbank können wir behalten. Okay, 6 Leder haben wir insgesamt noch. Wir brauchen aber viel, viel mehr für die ganzen Bücherregale zu machen. Holy moly Macaroni. So, hier haben wir das ganze Quarz drin. Oh Gott, Leute, ich brauche hier echt mal einen vernünftigen Überblick. Kohle, wo soll ich die Kohle reinpacken? Keine Ahnung. So, packen wir einfach mal hier rein. Redstone auch hier rein. Wir müssen das hier auf jeden Fall alles mal noch ein bisschen mehr ordnen, unsere Kistensysteme. Aber naja, fürs Erste ist ja in Ordnung. So, Inventar gut geordnet, falls mal ein Kampf entsteht. Oh mein Gott, Leute. Also, falls ein Kampf entsteht, Gifttränke, Gold, Apfel, alles. Wir haben alles dabei. So kann man ausgerüstet durch die Gegend laufen. So gefällt mir das. Okay, also jetzt auf jeden Fall folgender Programmpunkte für die heutige Episode, Leute. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen Leder beschaffen. Ich weiß, dass Flauschi, wir haben leider keine eigene Kuhfarm. Ich weiß aber, dass Flauschi eine Kuhfarm im Keller hat. Da können wir uns ein bisschen Leder beschaffen. Wir haben ja zum Glück Plünderung 3 auf unserem Schwert drauf. Das heißt, da sollten wir relativ viel rausbekommen. Und wir werden natürlich die Kühe auch direkt wieder miteinander paaren mit dem Weizen, was wir haben. Also keine Sorge, Flauschi, wir nehmen dir hier nichts weg. Die Flauschi wird das gar nicht bemerken. So, wenn die wiederkommt, ist alles wieder normal. Jetzt natürlich nur die Frage, wo sind ihre ganzen Rinder? Ich weiß ja, oha, wer hat es hier reingebaut? Ich weiß nämlich nur, dass die so eine Hähnchenfarm hat. Hä, war hier nicht immer so ein Eingang? Hier war der Eingang, genau. Ich weiß nämlich, dass sie so eine Hähnchenfarm hat. Aber irgendwo muss sie auch eine Rinderfarm haben, wurde mir gesagt. Habe ich gehört. Wo ist Flauschis Rinderfarm? Wisst ihr das? Hier sind nur ihre Chickies. Aber ich höre hier auch Kühe. Ich habe gerade Kühe gehört. Die müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Hm, ich weiß, dass die hier irgendwo sind, Leute. Leute, wo hat die denn ihre Kühe? Ich wette, ihr wisst das. Ich wette, ihr seid hier wieder die Profis und wisst das. Aber wir werden das auch noch rausfinden. Oh, da ist ein Creeper. Ich habe jetzt gar keinen Bock auf dich. Oh. So, weg mit dir. Dankeschön. Oh, Leute, nochmal 2 Schwarzpulver. Sehr gut. Also wir können auf jeden Fall auch schon ein bisschen TNT machen, wenn jemand Ärger macht. Wie zum Beispiel die Dreizackbrüder. Mit denen sind wir ja gerade hier. Mit denen haben wir auf jeden Fall noch was zu klären. Okay, jetzt ist nur die Frage. Ach, hier sind die ganzen Kühe. Okay, nice. Das ist sehr, sehr nice. Warte mal, ich lasse die jetzt erstmal schön Babys miteinander machen. So, zack, zack, zack. Ihr macht jetzt mal schön hier alle erstmal Babys miteinander. Genau, genau. Oh, da kriegt man auch schöne Level. Zack, 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 zack. Das machen wir natürlich hier einmal schön alle miteinander paaren. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt die Babys hier nicht noch mit erwischen, Leute. Das wäre jetzt natürlich nicht so gut. Wie gehe ich da jetzt am besten rein?
Wie gehe ich da jetzt am besten rein? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 6 Leder schon bekommen. Ey, das fetzt ja richtig mit unserem Plünderungsdreischwert. 8 Leder. Oh mein Gott. Okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Oh mein Gott, 16 Leder. Yo. Yo, 16 Leder ist krass. Okay, wir müssen jetzt natürlich nur aufpassen. Jetzt dürfen wir hier keine mehr miteinander. Jetzt dürfen wir Wir haben das hier schon ganz gut ausgedünnt, Leute. Ich glaube, die müssen wir noch mal ein bisschen später miteinander paaren. Naja, egal. Wir haben 16 Leder. Ist ja schon mal ganz gut. Hat Flausch hier noch ein bisschen Leder? Ich habe bestimmt nichts dagegen. Wenn wir uns hier noch mal ein bisschen was ausborgen für unseren eigenen Verzauberungsraum. Okay, da ist noch ein bisschen Leder. Und 6 Leder haben wir auch noch. Also, ich glaube, ein paar Bücherregale sollten wir uns jetzt schon machen können. Das reicht noch nicht komplett für alle. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Es ist schon mal was, Leute. Es ist schon mal was. Eisen. Eisen haben wir auch gar nicht mehr so viel. Das müssen wir auch farmen gehen. Hey, Leute. Irgendjemand hat hier einfach Mr. Berger geklaut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Dreizack-Brüder stecken dahinter. Oder Alphastein. Weil das sind ja die einzigen, mit denen wir Beef haben, Leute. Es kann ja eigentlich nur von denen kommen. Es kann ja eigentlich echt nur von den Paulbergern kommen. Naja, okay, Leute. Wir gucken jetzt mal weiter. Und dann können wir nämlich auch mal direkt die Eimer wieder auffüllen. Wir haben hier unsere wunderschöne, unendliche Lavaquelle. Bam, bam, bam. Und dann ist das immer schön gefüllt. So muss das sein. Okay, 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 okay. Jetzt gucken wir mal. Mit unserem Leder, was wir haben, wie viel wir da rauskriegen. 23 Leder. Ist jetzt natürlich nicht super viel. Und ich habe auch gar nicht mehr so arg viel Holz, Leute. Ich habe auch gar nicht mehr so arg viel Holz dafür. Ich nehme mal hier das unnötige Holz erstmal, dass wir das loswerden. Und wir brauchen Bücher. So, zack, zack, zack. Zuckerrohr ist auf jeden Fall kein Problem. Davon haben wir genug. Zuckerrohr ist auf jeden Fall das geringste Problem. Okay, 23 Bücher. Jetzt ist die Frage, wie war das nochmal? Ich glaube, pro Bücherregal braucht man... So macht man die. Okay, Leute, so viel können wir da echt nicht mitmachen. Aha. Okay. Wobei, warte mal, reicht das schon? 7 Bücherregale? Hat man da nicht schon die maximale Verzauberungsding? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Wisst ihr das, wie viele Bücherregale man braucht für die maximale Stufe? Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin, ich sag's euch. So, das ganze unnötige Holz einmal weg. Okay, Leute, ich bin lost. Ich habe das falsch in Erinnerung gehabt. Ich habe gerade nochmal geschaut, wir brauchen 15 Bücherregale. Na gut, aber wir können ja hier trotzdem schon mal abchecken, wie wir das in etwa bauen werden. Jetzt haben wir hier natürlich nur das Problem... Jetzt haben wir natürlich nur das Problem, dass das dann nicht symmetrisch ist, weil das muss ja irgendwo hier so mittig platziert sein. So ein Zaubertisch. Wie machen wir das denn jetzt am besten, damit das cool aussieht? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde schon irgendwo hier dann den Verzauberungsraum hinbauen. Alles andere macht ja irgendwo keinen Sinn. Oder wir machen das ganz anders und machen hier den Durchgang. Das könnte natürlich auch cool sein. Wir machen das ganz anders, Leute. Und machen hier so einen versteckten Durchgang dadurch. Guck mal, hier sind dann eigentlich so die Bretter. Und dann könnte... Oh, das könnte man ja mit einer Sticky Piston machen, dass das dann hier so wegfährt. Das ist natürlich eigentlich cool. Dann kann man hier so reingehen und dann machen wir hier den versteckten Verzauberungsraum dahinter. Ist eigentlich nice, oder? Ist eigentlich ganz cool. Hätte man hier sogar nochmal so einen kleinen Geheimversteckraum. So, dann machen wir hier den Zaubertisch hin. Also stellt euch jetzt vor, wir haben ja jetzt leider gerade keine Dias. Stellt euch vor, das hier wäre der Zaubertisch. Ne, warte mal, hier müssen noch Bücherregale außenrum, oder? Ich muss jetzt gerade mal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so hätte man jetzt 14. Aber ich glaube, wir brauchen 15 Bücherregale für die maximale Stufe, ne? Also ich glaube, wenn man will, dass das einfach schön aussieht, dann macht man das so. Also so hätte man zum Beispiel, wenn das jetzt der Verzauberungstisch wäre und das alles die Bücherregale, so hätte man dann die maximale Stufe. Ist eigentlich ganz cool, oder? Hier nochmal so einen kleinen Verzauberungsraum. Oder was meint ihr, Freunde? Ja, mir gefällt's. Ist halt nur das Ding hier mit dem, wenn man das halt hier cool löst mit dem Stamm hier. Oder man sagt, man lässt den Stamm hier ganz weg. Ist irgendwie schwierig, ich weiß nicht. Ach, wisst ihr was? Wir lassen es einfach so. Das ist hier so ein bisschen, das ist hier so ein kleiner versteckter. Das wird unser versteckter Verzauberungsraum. Finde ich ganz gut. So, zack, zack, zack. Wir brauchen jetzt halt echt noch leider mehr Kühe. Und ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt noch die ganzen Kühe auftreiben sollen. Also bei Flauschi können wir auf jeden Fall keine mehr wegnehmen, weil die nimmt uns das sonst übel, wenn da zu viele Kühe fehlen. Aber hat ja noch Zeit. Ja, schon mal hier anfangen. Zack, ich stelle jetzt hier schon mal ein paar auf. Wie viel haben wir jetzt? 7 haben wir schon mal. 7 Bücherregale. Zack, guck mal, die knallen wir jetzt hier schon mal hin. Zack, zack. Und den Rest, den kriegen wir auch noch irgendwie besorgt, ne? Den Rest, den kriegen wir auch noch irgendwie hin. So, hier noch schön Fackeln rein. Man sieht das doch hier schon mal ganz ordentlich aus. Ich liebe das aber auch, Leute, ihr kennt mich, ja? Ich liebe das in Minecraft einfach sowas schön zu bauen. Ich liebe das einfach, das soll nicht irgendwie so hingerotzt aussehen. Das muss hier halt einfach in der Base alles schön aussehen. So macht Minecraft ja auch am meisten Spaß. Also, falls ihr noch Ideen habt, wie man das hier cooler bauen könnte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja irgendwie auch noch eine coole Idee, wie wir das hier... mit dem Ding machen könnten. So getarnt.
Also wie gesagt, da wo jetzt Cobblestone ist, da kommt natürlich überall noch, da kommen natürlich überall noch Bücherregale hin. Aber ich denke, das ist so in Ordnung fürs Erste. So, okay, wir haben versteckten Verzauberungsraum. Was ich hier auch noch machen wollte, ist hier für unseren Braustand. Da bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Da wäre es natürlich gut, wenn wir irgendwo hier so eine unendliche Wasserquelle hätten, damit wir natürlich da immer die Flaschen optimal befüllen können. Und wir brauchen natürlich auch noch irgendwo, müssen hier die die Warzen, wie nennt man die nochmal, die Enderwarzen oder wie? Netherwarzen. Genau, die Netherwarzen, die müssen natürlich auch irgendwo noch angepflanzt werden. Gut, hier ist jetzt der Verzauberungsraum dahinter. Wo machen wir das denn jetzt hier noch? Wo machen wir das denn jetzt hier noch, dass das gut aussieht? Gut, da braucht man ja echt nie wirklich viel davon. Ach, hier so dahinter ist ja auch nicht gut. Ist da noch irgendwo Platz? Gut, das sind alles die Bücherregale dann später. Boah, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer, wo wir das jetzt hier noch unterkriegen. Oh mein Gott, ich hab's, ich weiß, wie wir das machen. So, hier hinten einfach, hier oben. Ist dann so ein Hochbeet quasi. Zack. Müssen wir halt nur wegen... hier müssen wir wegen der Redstone-Leitung aufpassen. Aber das passt mir hier echt gar nicht. Das passt mir hier gar nicht so. Nee, das ist nix. Das ist zu unpraktisch. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit. Gut, wir könnten natürlich hier... Wir könnten das hier natürlich so ein bisschen abwandeln. Und hier eher noch so ein bisschen Netherwarzen anpflanzen. Dann hier an der Seite... warte mal, das ist vielleicht eine Idee. Oh mein Gott. Perfekt. Reicht ja schon so. Reicht ja schon so, Leute. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Ganz ehrlich, da braucht man immer nur so wenige davon. Das reicht schon komplett aus. Das reicht wirklich schon komplett aus, Leute. Und wir müssen uns auch echt mal um diese ganzen Monstergeräusche hier kümmern, die wir die ganze Zeit hören. Ey, ich sag's euch. Perfekt. Wir haben alles, was wir brauchen, hier untergebracht. So, das machen wir hier nochmal auf die andere Seite. Einfach, weil es gut aussieht. Da könnten wir sogar hier noch so eine unendliche Wasserquelle nutzen. Optimal, Leute. Sieht doch top aus. Ich sage euch, wie es ist. Weil ich glaube, Freunde, uns steht bald ein sehr großer Kampf bevor. Ich meine, ey, uns wurde Mr. Berger geklaut. Jetzt ist hier Schluss mit lustig. Okay, das müssen wir auch mal noch ein bisschen schöner machen. So, jetzt sieht man nämlich hier nur noch den schönen Bruchstein. Optimal. Okay, warte. Was wollte ich jetzt hier nochmal machen? Ich wollte jetzt hier... wir brauchen ja Seelensand, Leute. Oh mein Gott, wir müssen das ja auf Seelensand anpflanzen. Ich bin auch lost. Habe ich keinen Seelensand mitgenommen? Doch, hier ist Seelensand. Wusste ich doch, dass ich das habe. Und dann brauchen wir noch eine unendliche Wasserquelle. Und dann, ey Leute, das ist hier wirklich so ein Raum. Hier ist alles, was man braucht. Wir haben Lava, wir können hier Sachen brennen. Wir können brauen. Hier gibt es noch Essen. Dann ist hier noch unser Verzauberungsraum. Also auf jeden Fall ganz, ganz wild. Jetzt die Frage, machen wir hier die unendliche Wasserquelle? So, hier lassen wir das mal wachsen und gedeihen. Ah, und hier drüben machen wir die unendliche Wasserquelle. Was sagt meine Zeit? Oh mein Gott, ich habe nur noch 5 Minuten. Die Zeit fliegt aber auch so schnell. Oh, Eisen war ich auch nicht mehr besorgen heute. Wir haben ja eine Glück-3-Spitzhacke, also wir kriegen relativ schnell Eisen. Das wird kein Problem sein. An sich müssten wir hier eigentlich noch so ein Kessel hinstellen, damit es halt einfach cool aussieht. Braucht man zwar nicht, aber würde gut aussehen. Oder so eine Tischplatte. Oder wir stellen den Braustand auf eine Tischplatte drauf. So, guck mal, das sieht doch cool aus. Das sieht doch cool aus jetzt hier. Und hier müssen wir mal schauen, was wir hier daneben noch hinmachen. Guck mal, ganz easy. Haben wir hier eine perfekte, schöne, unendliche Wasserquelle direkt. Zuckerrohrfarm brauchen wir auch bald nicht mehr. Also wenn wir jetzt hier genug Papier bald mal haben, brauchen wir das gar nicht mehr hier so viel. Können wir eigentlich auch mal umbauen, dann hätten wir hier viel mehr Wohnfläche. Irgendwie, keine Ahnung noch, für Räume, keine Ahnung, was man hier noch hinmachen könnte. Ich glaube, wir haben schon echt fast genug Zuckerrohr für unseren Verzauberungsraum. Ich meine, an Papier mangelt es uns ja nicht, eher am Leder. So, jetzt befüllen wir das hier noch einmal. Und optimal, Leute. Die unendliche Wasserquelle ist auch fertig. Ich würde sagen, jetzt bauen wir das hier nur noch so ein bisschen schöner, damit wir hier auch nur den Stein sehen. Ihr wisst ja, Leute. Mir ist das ja immer wichtig, wie das hier aussieht. Und perfekt. Wobei hier hinten das triggert mich hier. Ah, nein! Okay, wenn wir das hier jetzt hier wegmachen... okay, das geht leider nicht. Naja, aber sieht ja trotzdem gut aus. Sieht ja trotzdem gut aus hier, würde ich sagen. Das hier können wir noch aus Stein machen. Guck mal, Leute, das sieht doch gut aus. Also jetzt haben wir hier wirklich alles am Start. So, wir lassen das hier nochmal schön laufen. Damit hier weitere Chickens spawnen. Und das können wir nämlich jetzt die ganze Zeit durchlaufen lassen, wenn wir nicht online sind. Und dann sind da hoffentlich nächstes Mal wieder direkt ein paar Hühnchen drin. Oh mein Gott, ich habe nur noch 1 Minute 50 Zeit, Leute. Was soll ich denn damit jetzt noch machen? 1 Minute 50. Ich könnte jetzt noch
schnell hier ein bisschen Eisen uns besorgen gehen. Aber viel kriege ich ja da auch nicht mehr jetzt in der Zeit hin. Zack, zack, zack. Da ordne ich ja lieber unser Inventar. Oh, wir haben gut Schwarzpulver, Leute. Also TNT können wir auf jeden Fall schon ein bisschen was machen, falls uns jemand Ärger macht. Okay, ich werde jetzt mal gucken, dass wir jetzt irgendwie noch relativ schnell vielleicht ein bisschen Eisen gefarmt kriegen. Weil davon haben wir nicht mehr viel auf Lager. Nein, oh, das kostet alles Zeit. Das kostet alles Zeit. Ey, dieses verdammte Wasser. Wer hat denn hier dieses Wasser platziert? Ich meine, hier wäre irgendwo an der Seite... Ach, da ist Eisen. Da ist zum Beispiel Eisen. Nein, nur noch eine Minute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Zeit läuft, Leute. Lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Checkt meinen Adventskalender aus. Ihr wisst Bescheid. Auch wieder limitiert dieses Jahr. Und checkt auch gerne meinen Shop mal aus. iCramix.shop, Leute. Alle Sachen sind wieder auf Lager. Ihr wisst Bescheid. So, schnell, 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 schnell. Eisen. Eisen mitnehmen. Oh, mit Glück 3. Das geht immer so schnell mit Glück 3. Ich sag's euch. Muss nur aus dem Wasser raus, wenn wir ausgelockt werden. Guck mal, hier 24 Eisen. Wie schnell das geht. Beste Spitzhacke, ich sag's euch. So, jetzt gehen wir mal schnell wieder zurück in die Burg rein. Zack, 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 zack. Und dann würde ich sagen, oh mein Gott, wir werden ausgelockt in 9, 8, 7. Nein, 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 nein. Schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Das soll's gewesen sein, Leute. Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax.